Tasche Neudo, was sage ich? Es sind nur 46 heute da. So. Ja, schade, aber wir werden mit Schwarzmann angreift. Und ich glaube, das wird das Gefühl, wenn der angreift, dass der durchkommt. Weil sie da nicht hinterher gehen. Wir werden natürlich auch alle anderen nach vorne holen. Aber das ist schon... Ja, das meine ich. Wenn die großen, wichtigen Etappen kommen, dann interessieren sich nicht so viele für die kleinen Rundfahrten wie die Türkei-Rundfahrt. Dabei ist es ein H2HC-Wertung. Wer ist denn da vorne, der angreift? Bleiben wir noch dran. Lasse Dingbank bleibt auch dran. Jetzt greifen wir mit Schwarzmann an. Kommt gleich der erste Berg. Und die sind beide gleich stark im Berg. Der nächste. Der nächste. Dempster. Oh, den kennen wir ja noch. Schwarzmann probiert den Kollegen hier abzuhängen. Funktioniert bis jetzt noch. Hat er einen kleinen Vorsprung. Da kommt Dempster. Die können beide nicht mehr. Und der Vorsprung, der wird kleiner. Nee, da wird nichts passieren. Probieren wir mal hier vor dem Kollegen hier zu bleiben. Akzai. Dann machen wir ein bisschen schneller. Sieht gut aus. Ja, die haben wir. So, fahren wir mal gleich weiter. Im Feld wird gar nichts gemacht, das ist natürlich klar. Wenn wir uns eigentlich den Vorsprung jetzt rausfahren. Boah, ey, das wär's ja. Mit Schwarzmann jetzt den Etappensieg hier holen, weil da im Feld keiner ist, der danach gehen will. Ja, das ist echt schade, weil ich finde die Türkei-Rundfahrt echt gut. Das ist wirklich eine 2HC-Wertung, also die zweite Stufe, also nach oder hinter die World Tour Rennen. Kann man hier nicht nachgucken. Also hier müssten sie eigentlich das meiste raus. Und jetzt kommt der Zwischensprint, den wollen wir natürlich jetzt holen mit Schwarzmann. Oh, die Kollegen probieren es gar nicht. Doch, der eine hat es probiert, aber er kam nicht hinterher. So, gleich weiterfahren. Aber im Feld wird da wirklich mal ein bisschen gearbeitet. Hätte ich nicht gedacht. Und fast alle unsere Bergfahrer sind Favorit. Sebastian Pott ist mit einer der größten. Dann kommen Bramha. Dann Pösteberg, der war nicht dabei. Dann aber Hirt. Und dann unser Schalaput. Minus 3 Tagesform. Natürlich läuft. 8,7 bekommt der nächste Berg. Mal sehen, was wir da so reißen. Ja, mal sehen, was wir da so reißen. Wo fahren wir mal unser Tempo jetzt? Das Tempo von Michael Schwarzmann. Ne, nee, könnt ihr mal abhauen hier. Wir bleiben vor euch. Oh, sieht gut aus. Der Kollege kommt hier erstmal nicht vorbei. Dempster, nein, danke. Ich weiß, dass du das Ding hier bis am Ende durchsprinten könntest. Nee, du auch nicht. Schönes Blocken. Das würde man nicht sehen. Beim Radsport, da würde es Strafen geben. Fürs Blockieren des Fahrers oder der Fahrer. Den Fahrer. Jetzt hier ziehen wir mal einen Schwarzmann Sprint. 400 Meter zum Berg und den haben wir. Bis jetzt alles gewonnen. Sieht doch gut aus. Ashbolt, wo ist er denn? Da ist er oben, was zu füllen. Oh, nicht der Beste. Es sind aber noch mehr als 73 Kilometer. Jetzt kommt wieder der nächste Anstieg. Die forcieren das Tempo so hart. Den los. Was mit dem los? Was mit dem los, die Jungs?
Bleiben wir mal am Hinterrad. 11 Kilometer noch. Ah, 9,5. Der Abstand wird jetzt größer. 8 Kilometer. Dempster, der zieht hier ein schönes Tempo an hier. Die letzten 5 Kilometer. Probieren wir uns mal vorbeizufahren. Wir sehen. Oh mein Gott, jetzt stellt er sich noch schön im Weg. Arschloch. Jetzt sind wir vor. 3,5 Kilometer. Problem ist, Schwarzmann kann jetzt nicht mehr. Und jetzt müssten wir irgendwie vor Dempster bleiben. Ich glaube, das wird sehr schwer. Wir haben noch 4 Minuten Vorsprung. Ich glaube, wir werden gleich die Attacken sehen. Ich probiere die ganze Zeit vor Dempster zu bleiben. Einfach in den Weg wegsperren. Dann könnten wir uns erholen, dann kommt eine lange ebene Fahrt. Aber die wollen auch gar nicht vorbeispringen, glaube ich. Nee, wollen sie ja nicht. Nee, die lassen mich, die lassen mir die Bergpunkte. Schön, danke schön, Jungs. Vielleicht konnten sie auch einfach nicht mehr, das kann natürlich auch sein. Sebastian Pott plus 3 Tagesform. Das scheint mir ein richtiger guter Tag für unsere Mannschaft zu sein. Wo ist er denn? Hier Hürth, minus 4. Sebastian Pott und Schwarzmann. 3 Minuten 19. Ja, gehen wir mal mit das Tempo. Energiegel. Schwarzmann kann nicht mehr. Aber bleib dran. Bleib dran, Junge. Du kennst ihn. Er kennt natürlich Dempster auch sehr gut. Ist aber auch nicht mehr so viel Vorsprung. Ich glaub's nicht, Ashbold ist immer noch dabei. Um was zu siffeln. Sebastian Pott, natürlich, der hat bloß ein Tagesform. Bleibt mal davor. Lukas Pösteberger. Schwarzmann erkämpft. Kann aber nicht mehr. Wo ist er denn, der Pösteberger? Wo ist er denn? Okay, Ashbold, der verliert erstmal so viel Zeit beim Flaschenholen. Okay, logisch. Der kann auch sprinten, der... Ne, ist ja gar nicht der Bergfahrer, ich wollte schon sagen. So, jetzt greifen wir mal mit Lukas Pösteberger an. Probieren wir es mal mit dem Österreicher. Da ist der Favorit. Mit einer der Favoriten gegen Pott. Aber jetzt kommt Pösteberger. Hat heute auch einen guten Tag, also probieren wir es einfach mal. Ashbold hat es echt nochmal geschafft, hier ranzukommen. Fahr mal deinen Rhythmus. War ich mal nicht tot. So, Ashbold. Lukas Pösteberger da vorne. Dempster probiert dran zu bleiben. Pösteberger hat wohl einen richtig guten Tritt. So, jetzt Sebastian Pott. Da kommt der Anfahrer für den. Matteo Pellucci. Pellucci. Jo, da sind ja hier noch einige Fahrer, die gut über die Berge kommen. Pott noch dabei. Aber nicht so weit vor. Lass mal den Kollegen hier noch, lass den mal vor. So viel Vorsprung hat er aber jetzt auch nicht mehr. Lass den da, lass den doch davor. Lass, du fährst auch immer jede Lücke zu. Hoffen wir das für die Teamwertung, dass die da alle dranbleiben. Okay, hört kann schon nicht mehr. ...6,9 Kilometer für Pösteberger. Lang kann auch nicht mehr. Aber der Kolibrianer kann noch. Und der Lukas wird sich jetzt sagen, oh mein Gott, die sind ja schon dran. Oh mein Gott, da sind sie ja. Kolibrianer musste vorbei an Pösteberger. Der fährt jetzt seinen Rhythmus. Ah. Jetzt haben wir unseren Kollegen, der wird sich jetzt auch eine rein. Okay, Pott nicht. Fahr mal deinen Rhythmus hier. So, die Beenholländer jetzt auf Jagd auf den Belgier. Das ist natürlich so ein schönes Duell. So ein Feindschaftsduell. Belgien gegen Holland. Holland gegen Belgien. So, jetzt kann der nächste schon nicht mehr. Jetzt geht der letzte Helfer für Sebastian Pott weg. Jetzt muss er das alleine machen. Und er kommt aber auch gleich ran.
Er kommt sofort ran. Es sind noch 2,5 Kilometer. Letzten 2 Kilometer. Pott ist aber auch nicht der gute Hügelfahrer. Er müsste sofort weggehen. Müsste sich sofort absetzen und das macht er sofort. Sebastian Pott ist weg. Und der Kollege will das Hinterrad halten. Fahren wir ein bisschen schneller. Sebastian Pott ist weg. Die letzten 600 Meter für Sebastian Pott. Jetzt muss er nochmal Tempo geben. So, holt sich nochmal, wie viele Sekunden? Einige Sekunden raus. Lukas Pöstl auch noch gut in der Gesamtwertung dabei. Bramha. Und da kommt schon unser Kuli Berner. Da ist Pöstlberger und da ist Hürth. Also auch immer nur noch mal ein bisschen Tempo forcieren. Pöstlberger. Hinten kommt jetzt Hürth. Lang, ey, dass der so gut war. Der hat bestimmt auch plus 5 Tagesform. Und da kommt schon Hürth. Als 11. So, Ashbold und Schwarzmann. Und jetzt warten wir auf die anderen 6 oder die paar Fahrer. 46 müsste ja fast alle 3 sein. Der 46. kommt jetzt. Der Sprinter der türkischen Mannschaft. Da sehen wir Pott, dass er nochmal alles gibt. Wiederholung der Siegerehrung. 43 Sekunden. Ja, es wird ein Duell zwischen dem Belgier. Verfockte Scheiße. Hört sich besser an, finde ich. Nee, Verfocke. Schwarzmann hat sich durch die Sprintwertung ein bisschen verbessert. 4. jetzt der Punktewertung. Schwarzmann, 1. der Bergpresspunkt. Yo, ist klar. Ist der beste Bergfahrer überhaupt. So. Pott erobert das Führungstrikot. Yo, hat er super gemacht. Der Busch ist der Wettelf. Jan Hürth, der wird dann 11. der Gesamtwertung. Schwarzmann 30. Mann, bei 46 Fahrern war das jetzt nicht schwer. Oder doch? Steven Morabito ist wieder fit, schön. So, den Sprint mal sehen. Wir haben ja keinen Sprinter dabei, also ist eigentlich egal. Christian Magers dabei. Er kommt richtig gut über die Berge. In Wirklichkeit ist er 18. der US. Blablabla, Dings, keine Ahnung wie die heißen. Die Rundfahrt. Da ist echt gut dabei. Ja, ja, ist klar. Sprinter. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich simuliere das. Da gehe ich jetzt wohl den, den Gesamtsieg auf jeden Fall, ja, damit ein. Also, dass ich den nicht mehr holen kann. Aber ich habe Vertrauen, dass er es irgendwie schafft, dran zu bleiben. Da sehen wir 2.HC Rennen, also die zweite Stufe. Ja, nichts verloren. Und Schwarzmann, yo, ist klar. Lang, auch noch gutes Ergebnis, ein gutes Ergebnis. Der 11. Jan Hürth, 10. Also, hat sich verbessert. Schön. Lukas Pöstlberger ist ein guter Hügelfahrer, verliert aber heute Zeit. Der zweite hat auch zwei Zeitverlust. Ich habe es gerade eben noch gesehen. 29 Sekunden. Schön. Also habe ich doch ein gutes Vertrauen gehabt in unsere Mannschaft. Im Sebastian Pott. Wenn der Christian Mara da gewesen wäre, hätte er die Etappe gewonnen. Tour de Romandie. Jetzt ist wohl, ich frage mich jetzt gerade, ob wir das wirklich fahren sollen. Emanuel Buchmann. 73 nur Hügel. Kann man denn noch. Was trainiert der eigentlich jetzt gerade? Berg. Hügel ist jetzt dran. Christian Mager immer noch super Fitness. Das wäre jetzt ja bloß wieder plus 5 Tagesform und dann holt er sich den Etappensieg wieder. 20. ist Patrick Konrad. Oh, die haben wir auch noch. Ja, sieht doch gut aus. Nerz ist dabei. Und Morabito. Also, Morabito fährt für Emanuel Buchmann. Ist schon mal klar. So, nee. Diesmal ist er kein Kapitän, der hat keine Fitness. Ja, Konrad kann frei bleiben. Ich mache mal auch 2. Knaup. Schillinger für Konrad. Und Nerz.
Also würde ich sagen, haut rein, bis dann und ciao.